Vor dem Räuchern muss der Lachs erst vorbereitet werden. Du spülst deine Lachsfilets ab, dann tupfst du sie trocken und dann musst du noch die großen Gräten entfernen sowie die Silberhaut. Dann legst du das Ganze in Wodka ein für ca. 2 Stunden und in der Zeit kannst du schon die Beize vorbereiten. Du gibst Salz, Zucker, Zitronenschale und Wacholderbeeren in den Mixtopf. Ich gebe noch etwas ätherisches Lemonöl und etwas ätherisches Wacholderbeerenöl dazu und dann vermischst du das Ganze. Wenn der Lachs fertig eingelegt war, gibst du ihn wieder auf Zewa-Tücher und tupfst ihn trocken und dann legst du ihn überall in der Beize ein, sodass der Lachs von allen Seiten damit benetzt ist. Anschließend wandert der Lachs für 2 Tage in den Kühlschrank. Am Räuchertag wäschst du den Lachs und die Beize entsprechend ab und tupfst ihn wieder trocken. Dann pinselst du ihn mit etwas Sonnenblumenöl ein, damit er nicht so an den Rosten festklebt. Und dann musst du etwas puzzeln, um deine Roste zu bestücken. Anschließend kommen noch etwas Dillspitzen drauf und ich arbeite gerne mit einem Fleischthermometer, um die Kerntemperatur zu erfassen. Dann wird der Lachs zunächst vorgegart bis auf 45 Grad Kerntemperatur und dann geht es ans Räuchern. Anschließend sollte eine Kerntemperatur von ca. 65 bis 70 Grad erreicht sein und fertig ist das Ganze